Hallo zusammen, in dem heutigen Video wollen wir mal das Thema Gaming-Laptops näher betrachten. Denn sicherlich habt ihr zu Hause noch einen alten Gaming-PC, der hier sehr viel Platz benötigt und zudem auch nicht sonderlich mobil ist. Abhilfe verschaffen da Gaming-Laptops und daher schauen wir uns heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten Gaming-Laptops unserer Meinung nach an und die werden wir heute mal miteinander vergleichen. Mit dabei sind sehr bekannte Hersteller wie Asus, Dell und Co. Und daher schauen wir uns die heute mal in der Reihe danach an und werden auch zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Fangen wir also direkt an und ich würde sagen, wir starten dann sofort auch gleich mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns das Lenovo IdeaPad 3i. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier kurz die Vor- und Nachteile auf einen Blick an. Da hätten wir zum einen wirklich günstigen Preis, ein sehr gutes Einsteigergerät, er hat eine solide Grafikkarte mit dabei, eine schnelle SSD, ausreichend Arbeitsspeicher und eine sehr lange Laufzeit. Hinzu kommt ein leistungsstarkes Netzteil, die Nachteile leider ist das Gesamtpaket etwas mittelmäßig und der Prozessor könnte teilweise auch etwas stärker sein. Wir gehen mal gleich weiter zu den Produktdetails. Und da können wir schon sehen, wir haben also hier einen Intel i5-10300H Prozessor verbaut und eine GeForce GTX 1650 Grafikkarte. Kombiniert mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 512 GB SSD und einem IPS Display mit 120 Hz. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Laptop hier direkt auf der Produktseite von Amazon an. Und den Link dazu, den gibt es im Übrigen unten in der Videobeschreibung, falls ihr also mal ein Interesse an diesem Laptop habt, dann geht mal in die Videobeschreibung rein, klickt mal drauf und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Es gibt hier verschiedene Ausstattungsvarianten, wir haben uns hier für die kleinste entschieden, 799 Euro ist der Preis, also sehr günstig. Wir haben auch hier ein Amazon Choice Produkt, also ein sehr beliebtes Produkt, was auch hier wirklich sehr gute Kundenbewertungen genießt. Wir können also hier schon sehen, wir haben also hier eine recht solide Ausstattung mit dabei, auch wenn es nicht das allerbeste ist, aber ich denke mal, für 80% aller Gamer von euch würde es wahrscheinlich dennoch völlig ausreichen. Wir gehen mal weiter runter, schauen uns mal hier kurz noch ein paar Abbildungen an. Der Laptop sieht sehr schön aus, hat ein tolles Design, auch etwas kantig, eine tolle Tastaturbeleuchtung, von dem her passt alles. Dann gehen wir auch gleich mal runter zu den Bewertungen und dann lesen wir uns die nochmal kurz durch. Wir können ja schon sehen, ein toller Mittelklasse-Laptop, der auch hier Windows 11 upgradefähig ist. Wir haben ja ein sehr gutes Gerät, hier ist alles top. Also, den Link dazu den gibt es unten in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Platz 4 weiter, denn dort landet bei uns der Asus TUF Gaming Laptop. Und dann gehen wir auch hier gleich mal kurz zu den Vor- und Nachteilen über. Wir haben also hier einen sehr günstigen Preis, wir haben hier einen guten Mittelklasse-Prozessor verbaut, eine sehr gute Grafikkarte, eine schnelle SSD, ausreichend Arbeitsspeicher, eine LED-Tastatur und ist auch hier eine optimierte Kühlung vorhanden. Die Nachteile, er ist leider etwas lauter und er hat leider keinen Nummernblock. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal kurz die Produktdetails etwas näher an. Und dann können wir hier schon sehen, wir haben also hier einen Intel i5-11300H Prozessor, eine GeForce RTX 3050 Ti Grafikkarte, 512 GB M2 SSD Speicher, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, eine robuste Bauform und ein großes 15,6 Zoll Display. Nun gehen wir auch gleich mal kurz weiter zu der Produktseite und den Link dazu, den gibt es selbstverständlich wie immer in der Videobeschreibung. Schaut also dort mal rein, klickt mal drauf und ihr könnt euch diesen Laptop parallel jetzt oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Und auch von diesem Gaming-Laptop gibt es selbstverständlich verschiedene Ausführungen. Wir haben also auch hier die kleinste genommen, die kostet 999 Euro. Und auch das ist wirklich ein sehr guter Preis. Wir haben hier die sehr gute Ausstattung mit der sehr guten Grafikkarte dann hier auch sieht. Hier nochmal die technischen Daten, hier steht nochmal alles drin. Wir haben also auch hier wirklich ein tolles Gerät, also ein super Gaming-Laptop für einen sehr schmalen Geldbeutel. Und auch die weiteren Highlights von diesem Laptop können sich natürlich sehen lassen, wie die sehr robuste Optik. Und natürlich hier das schöne Full HD Display und die sehr gute Performance. Und da gehen wir auch hier nochmal kurz zum Schluss die Bewertungen durch. Da können wir schon sehen, wir haben also hier eine sehr gute Balance gefunden zwischen Hardware und einem guten Preis. Hier passt einfach alles und deswegen würde ich sagen, es ist hier ein sehr gutes Gesamtpaket. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu Platz 3 und schauen uns dort mal hier den Gaming Laptop von MSI an und zwar den GF75 Zen. Und auch hier schwenken wir gleich mal kurz zu den Vor- und Nachteilen über. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, einen starken Prozessor, eine gute Grafikkarte, einen schnellen M2 SSD Speicher, viel Arbeitsspeicher, ein schlankes Gehäuse
und ein sehr schönes großes Display. Die einzigen beiden Nachteile sind die etwas ungewöhnliche Tastatur, die liegt etwas weiter vorne und der etwas höhere Stromverbrauch. Dann gehen wir kurz zu den Produktdetails mal und da können wir schon sehen, wir haben also hier einen Intel i7-10750H Prozessor verbaut und eine GeForce GTX 1650 Grafikkarte. Wir haben also hier dann noch 512 GB M2 SSD Speicher, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, eine wählbare RGB Farbe an der Tastatur und ein großes 17,3 Zoll Display. Wir sehen hier mal direkt auf der Produktseite von Amazon an, wo ihr den auch kaufen könnt und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung, schaut also mal rein, klickt mal drauf und dann könnt ihr euch diesen Gaming-Laptop hier nochmal in aller Ruhe anschauen. Auch hier gibt es verschiedene Ausstattungen mit verschiedenen Grafikkarten. Auch hier haben wir eine sehr gute kleine Kombination gewählt, die kostet 1199 Euro. Wir haben hier ein Amazon Choice Produkt, also hier auch mit sehr guten Bewertungen schon von den Kunden. Dann schauen wir uns auch gleich nochmal hier kurz die technischen Details dazu etwas näher an. Hier steht auch nochmal vieles drin, auch welche Software hier mit dabei ist. Wir können also hier schon sehen, wir haben hier Windows 10 Home vorinstalliert, was auch hier sehr praktisch ist. Dann gehen wir mal kurz weiter runter, da können wir hier nochmal die ein paar Abbildungen sehen von diesem tollen Gaming-Laptop. Er ist also hier wirklich sehr flach, was auch hier wirklich sehr von Vorteil ist. Zum Schluss werden wir auch hier nochmal kurz uns die Bewertungen dazu anschauen. Und da können wir auch hier schon sehen, wir haben also hier einen super schnellen Laptop. Hier ist alles top, alles perfekt und auch die weiteren Bewertungen sehen hier sehr gut aus. Also den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz 2. Denn dort landet bei uns der Gaming-Laptop von MSI und zwar der Pulse GL76. Und auch hier gehen wir gleich mal kurz zu den Vor- und Nachteilen über. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, einen starken Prozessor, eine Top-Grafikkarte, einen schnellen M2 SSD-Speicher, viel Arbeitsspeicher, ein großes Display, eine effiziente Kühlung und eine beleuchtete Tastatur. Der einzige Nachteil, auch hier gibt es leider kein Nummernfeld, aber ich denke mal, darüber kann man auch als Gamer hinwegsehen. Wir schwenken mal kurz weiter zu den Produktdetails. Da können wir hier schon sehen, wir haben also hier einen Intel i7-11800H Prozessor verbaut, eine GeForce RTX 3060 Grafikkarte, 1TB SSD Speicher, 16GB DDR4 Arbeitsspeicher. Die Farbe der Tastatur kann man hier frei wählen und wir haben hier ein sehr schönes großes 17,3 Zoll Display. Dann würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz auf die Produktseite von Amazon. Den Link dazu, den gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Schaut also dort mal rein, klickt mal auf den Link drauf. Und dann gehen wir auch hier gleich mal kurz weiter zu den verschiedenen Ausstattungsvarianten. Wir haben also die mit 16 GB Arbeitsspeicher genommen. Es gibt auch hier verschiedene andere Varianten. Der Preis 1799 Euro, ein dennoch sehr guter Preis für die sehr gute Hardware und die Top-Grafikkarte. Die technischen Details sehen wie vorhin auch schon erwähnt sehr gut aus. Wir haben also hier einen top aktuellen Intel i7 Prozessor, eine erstklassige Grafikkarte, also eine RTX 3060 und auch alle weiteren Punkte fallen hier sehr positiv auf. Und dann kommen wir hier nochmal kurz zu den Highlights. Wir haben also hier einen sehr ergonomischen gebauten Laptop, der eine sehr gute Performance aufweist und ein 144 Hz Display hat. Zum Schluss schauen wir uns noch kurz die Bewertungen dazu an. Da können wir schon sehen, wir haben also hier einen super schnellen Laptop. Er ist top, hier ist alles perfekt. Und auch die weiteren Bewertungen, die können Sie hier wirklich sehen lassen. Also klickt mal auf den Link drauf unten in der Videobeschreibung. Und dann gehen wir hier zu Platz 1 weiter, unserem Vergleichssieger. Denn dort landet bei uns der Razer Blade 15 Gaming Laptop. Und auch hier gehen wir gleich mal kurz zu den Vor- und Nachteilen über. Wir haben also hier zum einen einen guten Preis, einen starken Prozessor, eine erstklassige Grafikkarte, einen großen SSD-Speicher, viel Arbeitsspeicher, ein QHD-Display, eine effiziente Kühlung und eine RGB-Tastatur. Der einzige Nachteil, er ist leider etwas laut unter Volllast, aber ich denke mal, darüber kann man auch hinwegsehen. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails und da können wir hier schon sehen, wir haben also hier einen Intel i7-11800H Prozessor, eine GeForce RTX 3060 Grafikkarte, 1TB SSD Speicher, 16GB DDR4 Arbeitsspeicher. Wir haben dazu noch eine Vapor Chamber Kühlung mit verbaut und ein sehr modernes QHD Display mit 360 Hz. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Produktseite noch drauf von Amazon, dort wo es den zu kaufen gibt. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt mal auf den Link direkt drauf und dann könnt ihr diesen Laptop auch hier nochmal parallel oder nach dem Video anschauen. Wir haben also auch hier verschiedene Ausstellungsvarianten, wir haben jetzt hier eine der größten genommen mit einem tollen Display und wir haben hier einen Preis von 2499 Euro, was für diese Ausstattung hier wirklich sehr gut ist. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Details, hier steht nochmal einiges drin. Wir haben also hier einen sehr großen und guten Arbeitsspeicher und eine
erstklassige Grafikkarte und auch die weiteren Details sehen hier sehr gut aus. Hier nochmal ein paar schöne Abbildungen. Hier kann man den Laptop nochmal hier im Einsatz sehen. Er ist also auch hier dank seines großen Displays sehr gut zum Zocken geeignet. Und die Bewertungen fallen ebenfalls sehr gut aus. Wir können also hier schon sehen, wir haben hier eine Top-Bildqualität, wir haben hier ein tolles Produkt und auch die weiteren Bewertungen fallen hier meist alle zwischen 4 und 5 Sterne aus. Es steht also fest, unser Vergleichssieger ist hier der Razer Blade 15 Gaming Laptop und wir gehen hier nochmal kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben also hier zum einen einen sehr guten Preis, einen starken Prozessor, eine super Grafikkarte, eine große SSD, viel Arbeitsspeicher und ein sehr gutes QHD-Display. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links unten in der Videobeschreibung. Schaut also mal rein, klickt mal auf die Links drauf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.